Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Heute machen wir mal was ganz anderes. Wir machen Dörrfleisch bzw. Beef Jerky. Wer das mag, kennt das bestimmt. Das sind diese kleinen Tütchen hier. 70 Gramm, 4,20 Euro. Ich habe die im Angebot für 2,99 Euro gekauft. Ja, und da habe ich mir gedacht, Mensch, zweimal reingreifen, weg. Dann habe ich gedacht, kannst du auch selber machen und das werde ich heute probieren. Schaut es euch an, viel Spaß! Ja Freunde, das sind unsere Zutaten für unser Beef Jerky. Ich glaube, wir hatten noch nie weniger Zutaten. Ich habe hier drei Rinderrouladen und dann noch eine Barbecue-Soße. Ich nehme die Tennessee Red von Blues Hog. Könnt natürlich eine Barbecue-Soße in eurer Wahl nehmen. Und später brauche ich noch Kirschholz. Ja, das war es eigentlich schon. Und jetzt geht's ans Schneiden. So, das Fleisch schneide ich jetzt in circa 1,5 cm große Stücke. So. Das sind eher zwei, aber egal. Ja, muss ich jetzt ja nachher auch was im Mund haben, ne? Na gut. Ja, und wenn wir damit fertig sind, melden wir uns wieder. Ja, unser Fleisch haben wir jetzt geschnitten. Jetzt geben wir die Barbecue-Soße dazu. Wir sind heute ein bisschen großzügig. Das ganze Fleisch soll ja auch bedeckt sein. Wir rühren das jetzt gut durch. Und danach kommt es so für ca. 12 Stunden in den Kühlschrank und dann geht's am Smoker weiter. Ja Freunde, unsere Rindfleischstreifen bzw. Rouladenstreifen habe ich jetzt 18 Stunden im Kühlschrank gehabt, auf Küchenpapier ausgelegt, damit sie trocken werden. Oben kommt jetzt auch noch mal eine Lage drauf, soll ja schön trocken werden. Ja, ich muss jetzt ohne Kamerafrau auskommen, deswegen wackelt die ganze Sache hier so ein bisschen. Aber das kriegen wir schon hin. So, für unten auch nochmal. So, dass wir das so ein bisschen trocken kriegen, lasse ich das jetzt erstmal so stehen. Danach nochmal ein bisschen an der frischen Luft. Ja. Hier ist auch ein ganz interessierter Beobachter, wieder unsere Püppi, überall wo es Fleisch gibt. Naja, gut, wenn ich dann soweit bin, geht's weiter. Ja, unser Fleisch ist jetzt einigermaßen trocken und jetzt fange ich an. Ich muss leider wieder immer noch ohne Kamerafrau arbeiten, unsere Rindfleischstückchen so auf den Grillrost zu platzieren. Das wird eine mühselige Arbeit. Die erspare ich euch an dieser Stelle und melde mich wieder, wenn ich fertig bin. Bis gleich. Ja, nach mühevoller Kleinarbeit alle unsere Fleischstreifen auf den Rost gebracht. Das sind tatsächlich drei Rouladen auf ein Rost. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Test. Wenn das irgendwie was wird, wovon ich eigentlich ausgehe, werde ich das natürlich in Großproduktion machen. Also dann werde ich beim nächsten Mal, denke ich mal, mit 10 Rouladen anfangen. So, genug gequatscht. Jetzt geht's an den El Fuego. Ja, Freunde, es ist soweit. El Fuego ist auf ca. 90 Grad eingeheizt. Jetzt geben wir unsere Rouladenstreifen rein. So, machen wir mal ganz nach oben. Zack. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Nein. Das Runde immer nach innen.
So, jetzt passt's. Ja, nach einer Stunde gibt es den ersten Räuchergang und dann melden wir uns wieder. Ja, Freunde, nach 3 Stunden sehen unsere Rouladenstreifen so aus, unser Beef Jerky. Ich habe schon mal eine kleine Kostprobe genommen. Sehr lecker. Ich lasse jetzt noch ein bisschen hängen, schalte aus. Ja, und dann sehen wir uns wieder. So, Freunde, das ist jetzt unser fertiges Beef Jerky. Wir kommen gleich zum Fazit und zur Geschmacksprobe. Ja, Freunde, Fazit. Ich bin zu 95% zufrieden. Wo die restlichen 5% ist, das erkläre ich euch gleich. Jetzt erstmal, muss das erstmal aus der Hand legen, der Vergleich. So. Hier aus der Originaltüte, hier meins. So, muss erstmal, wo ist die Kamera? So. So sieht das aus der Originaltüte aus. Und so sieht meins aus. Ja, ein bisschen anders, muss ich gestehen. Geschmacklich nimmt sich's nicht viel. Jetzt komme ich zu den 5%. Also die Soße war wirklich super dazu. Hat am Anfang gedacht, ich habe sie so probiert, die hat, ist süßlich, hat einen leichten Bums. Den hast du natürlich hier nachher nicht mehr gemerkt. Deswegen werde ich das beim nächsten Mal, ich werde auf jeden Fall noch mehr davon machen, werde ich so einen Espresso-Löffel Chili-Pulver mit reintun. Ich denke, das gibt dann die nötigen Bums. Werde noch eine andere Soße ausprobieren. Auf jeden Fall, ihr kommt damit besser weg. Und ihr habt gesehen, es ist nicht viel Arbeit. Ne? Ob du 15 Euro für ein Kilo bezahlst oder 60, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und selbst gemacht schmeckt immer besser. Hat es euch gefallen? Dann lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss.